Schreiber sein wie schon die letzten zwei Tage auf der Bühne. Please welcome, she's a former semi-finalist of Europe Cup Youth Singles, the girl from Turkey, Zehra Gemi. Also da kommt Zehra Gemi. Ich glaube, die Walk-Ons, die lassen wir einfach so, wie sie sind und melden uns dann gleich wieder. Ja. It's my life. Damit haben wir Sophie McKinlay auch auf der Bühne. Und dann wird es gleich noch Practice Darts geben. Und dann beginnt dieser Finaltag beim Europe Cup Youth. Das sind dann auch wieder 9 Practice Darts pro Mädchen, soweit ich informiert bin. Ja, der Modus 501 Double Out. Wie schon die letzten Tage. Best of 7. Gestern haben wir noch Best of 5 gespielt. Jetzt Best of 7. Auf der Bühne auch Christian Sörensen. Der wird dieses Spiel callen. And we're now ready for the first girls semifinals. It will be great Best of 7 legs in Scotland to throw first. Also. Scotland, es wird hier immer nur die Nation gesagt, also McKinlay darf anfangen. Wundert mich ehrlich gesagt. War, glaube ich, die letzte Jahr nicht so. Zumindest könnte ich mich nicht erinnern. Im Doppel schon und Team auch, aber im Einzel. 83.85. 45. Ja, beide erwischen früh erste Triple. Wichtig, hier so reinzukommen. 54. Mal schauen, ob hier vielleicht gleich schon es in Richtung Break 60. Geht. Ich weiß nicht, ob wir immer noch Probleme mit dem Scoreboard haben. Also das wird behoben. 65. Das ist gut gerechnet. Das Bull zum Schluss. 167 bleiben über. Ja. 96. Gute Aufnahme von ihr. Also in besserer Position Gemi. Triple 20. Triple 19. Verpasst die Single 3, 104 Rest. Triple 18 vielleicht. Heute wird die 20, 99 Rest. Und sein 3-Dart-Finish. So, 19 oder 20? Single 19. Triple 18.
76 rest. That's it out. 57. The single 20. From you require 99. Also, triple 19. Single 19. Tops, tops oder triple 20? Er wollte Triple 20, verpasst diese knapp, stellt sich 40 Rest. Aber Breakdarts normalerweise 16 oder 20 für Zehra Gemi. Single 16, Doppel 20. Doppel 10. Nimmt sich nochmal Zeit. Und das macht sie. Das ist sehr, sehr sauber, relativ unaufgeregt. Und man merkt, glaube ich, schon, dass das Publikum eher auf der Seite der Schottin ist. Das war wenig Applaus. Aber sie schafft das frühe Break. Mit 21 Darts. Was für ein Start ins nächste Leg von Zehra Gemi. Sophie McKinlay. 81. Das ist bislang echt ordentlich, was die beiden hier spielen. 43. 29. Das ist bislang, das ist der erste gröbere Ausrutscher von Sophie McKinlay, die natürlich aufpassen muss. 45. Best of 7, das ist mehr als gestern, aber auch nicht so viel Zeit. 140. Ja, das war dann jetzt deutlich besser. 60. Sophie McKinlay möchte jetzt in den Finish-Bereich. 60! Das gelingt ihr vorerst einmal nicht. Aber beide nicht weit weg voneinander. 80 Punkte, da kann sie zwei Runden spielen. Ja, der Fünfer, den hätte sie gerne vermieden. Aber 128 nach 15. 80. 100! Starke 100. Das ist auch wieder gut. 128, Triple 18 wird sie anfangen. Ah, Triple 1. Das finde ich jetzt nicht mehr möglich. Probiert sie, probiert nicht Bull. 63. 130. Der letzte hat in die Bull, ins Bull sein. Da wollte sie nur das Single Bull. Aber jetzt 17 oder Bull für McKinlay. Single 17. Triple 14 vielleicht. Die hat sie, Doppel 16. 16. 59. Versäumt sie. Jetzt die 15 Punkte. 3 oder 7 wahrscheinlich. 10 ist 7. Doppel 4 für Zehra Gemi. 11. Das waren die Breakdarts. Doppel 16. Abgerutscht. Doppel 2 für das 2 zu 0. 5 Chancen verpasst von Zehra Gemi. McKinlay jetzt kann sich retten. Und sie überwirft sich. Mit der Triple 9. Sie atmet durch. Sie weiß, dass das jetzt schon wichtig ist. Das macht sie. Mit dem ersten Dart. 2 zu 0. Und jetzt könnte Sophie McKinlay vielleicht helfen, dass sie gestern im Viertelfinale auch 2 zu 0 hinten war. Zu wissen, ich habe das schon gedreht. 60.
Ja, das Potenzial hat sie auf jeden Fall, aber Zehra Gemi lässt da überhaupt nicht locker. 81. Sie könnte nach Emine Dursun 2017 die zweite Türkin sein, die hier den Titel bei den Mädchen holt. Und 100. Die Einladung ist da, sich da wieder abzusetzen. McKinlay braucht ein Triple. 45. Bekommt sie aber nicht. Somit kann Zehra Gemi da jetzt ausbauen. 44. Das ist nicht das, was sie wollte, aber es ist nicht die größte Katastrophe. Weil McKinlay auch mit den nächsten 85. drei Darts zum Beispiel gar kein Finish stellen könnte, das jetzt gut macht. Aber das war das erste Triple in diesem Leg. 60. Aber ganz ehrlich, mit diesem Niveau bräuchten sich die beiden auch bei den Damen nicht verstecken. 48. Ah, der letzte Dart rutscht da in die Triple 3. Zehra Gemi. 60. Kommt in den Finish-Bereich, 156. Triple 20. 80 Punkte. 100 Punkte. Ja. Aber vielleicht braucht sie die, weil wenn Gemi stellt, wenn sie gut stellt. 60. Das ist okay. Das zweite Finish steht, diese 118. Was kann Sophie McKinney damit machen? 78 Rest. 94. Gut gestellt. Jetzt hat sie zwei Chancen, das Trippelfeld zu treffen. 76 Rest. Triple 20 oder Triple 16. Dann verpasst sie, 25 geworden. 38. Dann 58. Und Sophie McKinlay verkürzt auf 1 zu 2. War wichtig nach den vergebenen Chancen. Aber es war nur ein Hold. Jetzt müsste es dann schon das Rebreak sein. Beziehungsweise ein Leg hätte sie dann noch Zeit. Aber dann diese Hypothek 1 zu 3 hinten zu liegen und zu wissen, dass du nichts mehr anbrennen lassen kannst, das willst du glaube ich auch nicht. 22. Und McKinlay nicht diejenige mit dem besseren Start hier. 45. Versucht es auf die 43. 19 war das, soweit ich das weiß. Also das Scoring 100. Nicht so stabil. Im Vergleich zu Zehra Gemi. Und nach 9 Darts gerade mal unter knapp unter 400. Das sind 140 Punkte fast Vorsprung für Zehra Gemi. Ja, und sie baut weiterhin aus. Besser, aber eigentlich auch zu wenig. Ich würde mal sagen, das müssten mindestens 9 Darts sein. Für Zehra Gemi und diese 60, die reichen erstmal. Triple 19. 76. 96. Gute Aufnahme von ihr. Aber weiter nicht im Finish-Bereich. Zehra Gemi wird diese 136 nicht 96. checken, aber stellt sich da richtig optimal. Gut. Gleich die Chance zum 19. Data, zum so besten Leg. Sophie McKinlay macht nochmal etwas Druck. Tops. Auf die 40. Bravo!
Das macht sie. Ist das stark? Ist das stark? 19 Darts, erster drin, 3-1. Und jetzt ist die Situation da, Marcel, die sie gestern auch schon hatte. Sie darf kein Leck mehr verlieren. Ja. Es wird jetzt natürlich schwer. Sie weiß, sie kann es. Aber da muss sie vom Niveau, denke ich, noch ein bisschen rauf. Weil Sierra Gemi macht das wirklich gut. Spielt gute Dart. Ja, wenig große Ausrutscher. 60. Wieder eine Triple. 60. Bounce, die schießt da den ersten Dart raus, somit nur ein Triple. Das kann natürlich auch passieren. War das absehbar oder also hätte sie eigentlich switchen nicht müssen? Na, okay. 38. So hätte eigentlich genügend Platz gehabt im Triple. Aber McKinlay tut dir den Gefallen, noch weniger zu scoren. Was für eine Aufnahme. Sierra Gemi. Das sieht nach einem 4-1 aus, Marcel. Deutet sich schon sehr an und Sophie McKinlay reagiert da auf diese 140. Sierra Gemi ist im Kopf drin. Wieder starker letzter Dart. Wann? Also den Namen sollten wir uns merken, Marcel. Ja. 55. Zeit. Aber komm. Triple 20. Noch eine. Verpasst sie 64 Triple Rest. 16 vielleicht. Lass dir Zeit. 96. Richtig gut. Und jetzt kann man wieder sagen, McKinlay, she can only hit and hope. 100. Turkiye require 48. Ja. 16 oder 8. Single 8 für die Doppel 20. Haben wir es gehört, sie atmet durch. Doppel 10. 28. Die verpasst sie noch. Jetzt suchen wir McKinlay. 50, das muss es fast sein. Das wird es vorerst nicht. 38, bleiben 112, 57 geworfen, 93 Rest. Doppel 10. Vielleicht für von außen anspielen. Den Finaleinzug. Ja. Knapp verpasst. Jetzt spielen dann doch die Nerven eine Rolle. Aber 93, das ist bei ihrer Form gerade auch nicht selbstverständlich. Bull oder Triple 19? Versuchte Triple 19, 74 Res, Doppel 16. 77. Und die verpasst sie. Das war die Chance, im Spiel zu bleiben. Das lässt sie sich doch jetzt nicht mehr nehmen. Doppel 5. Macht sich dann nochmal die Haare. Sympathisch. Vielleicht ist das auch wichtig für die Konzentration. No score. Und dann wirft sie in die Single 12. Das hat sich anders vorgestellt. 6 Matchstarts hat sie überlebt, Sophie McKinlay. Doppel 4. Sie muss es dann auch annehmen und das tut sie nicht. Umbauen vielleicht, wenn sie sich da nicht ganz so sicher ist. Doppel 5. Doppel 5. 5. Nein. 9 Matchstarts. Doppel 2. Doppel 1. Madhouse. No score. Also. Die 1. Die muss ich jetzt erstmal treffen. Turkiye, you require 5.
So gut gespielt hat sie. Three. 11 Match Starts. Und Sophie ist tatsächlich noch am Leben. Oh mein, 3-2. Aber das war nur der Hold. Aber Marcel, wie sehr beschäftigt das jetzt Zehra Gemi? Ja, natürlich, wenn sie da nicht jetzt das sofort aus dem Kopf bekommt, was sie anscheinend macht, dann kann das durchaus Konsequenzen haben für das Spiel. Und das baut natürlich jetzt vielleicht so nochmal auf. Sie bleibt da mit der 100 voll dran und zieht da mit. Sehr geht mit der Zeit wieder in der Triple 20, 80 Punkte. 100. Sie wieder mit 100. Ist das gut, mental auch. Schöne Grüße an alle, die da draußen, die behaupten, es bräuchte ein entsprechendes Getränk, um beim Dartspielen gut zu spielen. 28. Wieder stark von Sophie McKinlay. Druck ist da. 60. Sie sind zufrieden mit dieser 60, der Anhang. 40 Punkte. Ein Triple 55. Ist die Triple 5? Ja, okay, nicht das. Da erhofft er sich sie natürlich mehr. 80 Punkte. 99. Stark von ihr. Nach 15 Darts. Sophie McKinlay möchte jetzt auf jeden Fall in den zweiten Finish-Bereich. 96. Turkey require 114. Immerhin. 114 zum Match. 11 hatte sie schon. 94. Triple 18. 76 Rest. 98. Starker letzter Dart. Das ist jetzt wieder Druck. Diese 105. Bull vielleicht? Single 20. Triple 15 oder Triple 19. 70 Rest. Bekommt keine Möglichkeit mehr. Kann sich dann nur auf 60 stellen. Es gibt weitere Matchstarts. Doppel 8. Sie atmet noch mal kurz durch. Doppel 4. 8. Und verpasst erneut hier. 20. Das ärgert sie. Doppel 20. Doppel 10. 46. Der rutscht hier in die Single 6 ab. Es soll nicht sein für sie heute. Doppel 4. Matchstarts 15, 16 und 17. Turkey require 8. 4-2 kann sie sich hier durchsetzen. 10. Und das macht sie. So 4-2.